Hallo zusammen, wir haben Freitag, den 23. Juni und wenn ich diesen Film mache, haben wir 15:30 Uhr. Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Intraday-Film mehr gemacht. Aber ich denke, das muss ich machen, weil hier geht es jetzt um Siemens Energy. Da hat es halt, glaube ich, verblüfftes Augenrollen gegeben. Ich habe Folgendes gemacht und zwar auf YouTube habe ich in meinem Kanal hier oben diesen Film wieder reingemacht. Das ist Trading-Tipps, um Verluste zu vermeiden. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und hier unten in der Liste Allgemeines ist noch ein Film drin. Komplette Playlist anzeigen hier. Der heißt Repair Strategy, der da. Könnt ihr euch ja mal anschauen, vielleicht hilft euch das. Hier geht es jetzt aber, es tut mir leid, wenn ich hechle. Mir tun die Rippen immer noch weh und diesen Film, den schneide ich mir sprichwörtlich aus meinen geprellten Rippen raus, aber ich denke, es ist wichtig. Also, Siemens Energy hat bekannt gegeben, dass diese ganzen Windräder, das läuft nicht so. Das hier ist die Aktionärstruktur von Siemens Energy. Und dieser Teil hier ist für mich eigentlich ganz interessant. Siemens selbst hält noch 21% und über diese Beteiligungs GmbH nochmal 11%. Sehr viele institutionelle Investoren, Privatinvestoren wie ihr und ich, ist gar nicht so viel Familie. Familie, ich lese gerade Familie, ist gar nicht so viel. Die Siemens-Familie hat auch noch welche. Das ist der Stand vom 31. März. Ich gehe jetzt mal nur auf diesen Teil hier ein. Das sind 32%. Das entspricht 256 Millionen Aktien. Und das ist allein von gestern Schlusskurs Xetra, 23 Ungrad. Auf heute sind das 2,2 Milliarden Euro Verlust, also wundert euch nicht, wenn die Siemens auch nochmal ordentlich runtergehen, was sie ja eigentlich heute auch schon tun. Das ist heftig. Da muss also einer sich mal beim Vorstand von Siemens mal ein bisschen Rechenschaft leisten, ableisten vom Aufsichtsrat aus. Der Gesamtverlust von Siemens Energy ist heute im Moment jetzt hier bei rund 7,2 Milliarden. Das ist eine Menge. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, außer vielleicht Wirecard, aber ich glaube, da waren die schon nicht mehr im DAX drin, da sein Wert, gerade eben verliert die Siemens Energy 36%, dass sein DAX-Wert 36% verloren hat. So, wie sowas ablaufen kann, könnt ihr sehen im SAP-Chart im Oktober 2020. Da sind die dann auch über Nacht 25% runtergefallen, bis einschließlich zum Schlusskurs nächsten Tag. Und dann ging es weiter. Das hat fast ziemlich genau ein Jahr gedauert, bis sie sich wieder von diesem Schrecken erholt hat. Ich möchte jetzt hier nur mal Folgendes noch dazu sagen. Es macht wenig Sinn hier auf eine Technik zu schauen. Die ist völlig überfordert. Rein vom Chart her habe ich eigentlich erst zu so diesem Bereich hier von 12,30 als Unterstützung. Ja, da sind wir ausgebrochen und von da, das war im November letzten Jahres, haben wir dann, das kann man durchaus als Rallye bezeichnen, diese 100% gemacht. Hoch bis zu 25. Dieses hier, dieser Punkt. Das ist jetzt mal rein vom Chart. Ich sage es immer wieder, wenn sowas passiert, es könnten auch 20% hätten auch gereicht, muss man, und die Bänder gehen auf, wir handeln außerhalb des Bandes, muss man darauf warten, bis sich das der Bewegung entgegengesetzt, sprich das obere, bis sich das hier dreht. Das kann auch Tage dauern. Ich halte es für gefährlich, jetzt in so ein fallendes Messer reinzugreifen. Ich habe das gestern Abend, das kam glaube ich um 19 Uhr, um 19:25 Uhr kam gestern die Nachricht mit der Gewinnwarnung, dass das gleich 36% wird heute im Laufe des Tages, inklusive gestern. Das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Wie gesagt, 20% hätten es auch getan, aber es ist wurscht, das ist die Börse. Und hier sehe ich, also da ist gar nichts, also wirklich nichts Sinnvolles. Ich habe auch heute Morgen um 9:11 Uhr, habe ich mir das, was ich immer Schnüffelstücke nenne, gekauft. Und zwar ganze 100 Stück mit, ich glaube, 16,34 oder sowas. Kurz nach Börseneröffnung. Die tun mir nicht weh. Ich wollte wissen, wie fühlt sich das an, wie riecht das? Und da war vom ersten Moment an, war da Druck. Ich glaube, die lagen nur einmal mit 10 Cent vorne. Kam sofort Druck. Ich habe es jetzt trotzdem noch. Ich will das einfach mehr spüren. Ich kann mir jederzeit vorstellen, dass es hier mal eine kleine Gegenbewegung gibt. Irgendwo auf 16, vielleicht auch 16,5, das ist möglich. Aber von dem Wert jetzt erstmal Finger weg. Und zwar begründe ich das auch hiermit. Das sind die Siemens Energy Optionsscheine. Ich bin hier auf der Homepage von Goldman Sachs. Da sind im Moment noch 895 Stück.
Das waren total 2800 oder sowas heute Morgen. Das sind aber Calls und Puts. Wenn ich jetzt mal auf die Calls gehe, so, und sage jetzt mal Richtung Long, nehme alle Emittenten dazu, hier, komme ich jetzt noch auf Gesamt 726 Scheine. Man lasse jetzt Hebel, Knockout, Typ, das sind jetzt beide, also das sind die Mini-Futures und die Turbos, sind alle drauf. Laufzeit lasse ich auch. Ich sortiere das hier nochmal. So. Das ist 14,85. Waren die das nicht schon? Ne, die sind jetzt also alle raus. Pro Seite, die ich jetzt also hier so hochrolle, sind das 25 Stück. Und da liegen bis runter zu 14 nochmal 75 Stück. Also geht sogar noch weiter. Die 75 sind nicht viel, aber da sind heute im Laufe des Tages, würde ich mal schätzen, auf der Call-Seite ungefähr 750 Stück gestorben. Warum sage ich das? Wenn ihr gestern Abend um 17.30 Uhr der Meinung wart, hey, die wurden empfohlen von einem französischen Haus, die wurden empfohlen von einer amerikanischen Bank, Ziel 28, das habe ich ja schon gar nicht mehr auf dem Chart drauf, das ist hier oben irgendwo, ja, wird schon gehen. Dann überlegt ihr euch, welche Basis ihr habt. Sagen wir mal hier sowas, 20,5er. Ihr kauft die von dem Emittenten eurer Wahl. Der Emittent muss die hedgen. So, jetzt kommt ihr rein, aber das Ding ist schon hier unten. Ihr verliert eure Prämie bis 20,5 runter. Aber der Emittent hat noch den Hedge. Und es ist nicht nur einer, es sind glaube ich 12. Und der kommt erst hier, irgendwo hat er eine Möglichkeit, was zu machen in der Vorbörse. Der kommt dann mit Sicherheit nicht raus. Und wie gesagt, es ist nicht nur einer, es sind mehrere. Daher kommen diese extremen Bewegungen. Ja? Wir haben über 2 Millionen Zertifikate in Deutschland. Da kommt noch die Eurex dazu und. Das ist viel. Und wenn der Hedge nicht aufgelöst werden kann, wie gesagt, das kam gestern um 19.25 Uhr, versucht mal da, sagen wir mal, 1 Million Aktien zu platzieren. Nach 19.25 Uhr, das geht nicht. Und also muss er das am nächsten Tag machen. Und dann kommen immer mehr Scheine dazu, die verfallen und immer mehr Hedge-Auflösungen finden statt. Das ist der Grund, warum das hier so runtergeht. Also man kann die kaufen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber bitte nur in dem Volumen, wie man es vertreten kann. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist zu sagen, ah ja, jetzt habe ich es hier bei 17,5. Na, dann kaufe ich halt mal bei 16,5, bei 15,5, bei 14,5. Das geht schief. Dann wird die Position irgendwann zu groß. Ihr müsst jetzt warten. Und wie gesagt, bei Siemens hat es fast ein Jahr gedauert. Bis, ihr müsst jetzt erst, bei SAP hat es ein Jahr gedauert, bis die wieder auf dem gleichen Niveau sein. Also auf sowas stelle ich mich ja auch ein. Aber ihr könnt erst dann kaufen, wenn das Ding hier oben herunterbricht. Vergesst den Oszillator, vergesst MACD, das hat keinen Sinn, da drauf zu schauen. Das bringt nichts, weil hier sind auf einmal Mächte am Werk. Das darf man nicht unterschätzen. Also auf jeden Fall aufpassen und nicht zu schnell reingehen. Ich rechne persönlich damit, dass die das sogar noch ausfahren, runter bis zu so 12,5, 13. Deswegen würde ich die jetzt auch nicht mehr short gehen. Das mache ich jetzt auch nicht. Ich habe diese 100 Stück und bevor ich da irgendwas dazu kaufen würde, muss das Ding hier erst drehen. Und das kann irgendwo zwischen 14, 13, 12 sein. Also aufgepasst, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute und schaut euch die Filme an. Bye, bye.